Willkommen zurück im Nachmittagsprogramm in unserer XR-Konferenz hier bei den Medientagen in der XR-Area. Wir schlagen heute den Bogen von unserer musikalischen Matinee heute Morgen über die schwarzen Löcher MC Escher, über ein neues Hörprojekt mit dem Thema Here, was wir in einer halben Stunde hören, und virtuellen Lernorte, das Rathaus, der Goldene Saal in Augsburg. Abgeschlossen wird der Tag von einer Lesung Robboy und Lucy, die sich auch für Jüngere eignet. Also wer jetzt noch seine Kinder dazu holen will, oder die sind jetzt noch draußen und spielen, die können dann später mitmachen, weil es hört sich wirklich spannend an. Ich freue mich sehr, dass ich heute durch den Nachmittag begleiten darf. Mein Name ist Sebastian Sorg. Ich bin hier vom Standort, dem XR Hub in München. Unser Team streamt hier live und mit freiem Eintritt eine ganze Woche lang durch alle Spielarten der Extended Realities. Heute begrüßen wir um 15 Uhr Nicole Pupst mit dem Thema der schwarzen Löcher und was es damit auf sich hat und was sie daraus gemacht hat als XR-Creator und auch Künstlerin, wenn ich sie richtig verstanden habe, das wird sie uns jetzt berichten. Nicole, ich bin sehr gespannt. Dankeschön. Ich darf hier mein Virtual Reality Experience präsentieren, das ich im Zuge meiner Masterarbeit erstellt habe an der LMU und dem LAZ. Und es geht um schwarze Löcher. Also man kann sich in einem Experience ein schwarzes Loch im dreidimensionalen Raum ansehen. Und ich werde darauf eingehen, warum das Sinn macht und was genau man dort sehen kann. Ich möchte aber hier bei dem Vortrag ein wenig generell darauf eingehen, warum es Sinn macht, sich abstrakte geometrische Räume in Virtual Reality anzusehen. Und ein schwarzes Loch ist wirklich nichts anderes als ein abstrakter geometrischer Raum. Und zusätzlich möchte ich über MC Escher sprechen, da er für mich so ein wenig am Anfang dieser Reise stand. Und wenn man seine Werke mehr aus der Perspektive betrachtet, als aus der Perspektive von Geometrie, dann kommt man zu einem sehr interessanten Zugang zu seinen Werken. Und einige Dinge, von denen ich hier jetzt reden werde, sind so ein bisschen abstrakt und häufig schwer rational zu verstehen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass ihr euch einfach darauf einlässt und weniger versucht, alles rational zu hinterfragen. Manchmal ist es wirklich besser, wenn man mehr versucht, mit seiner kreativen Seite seines Gehirns mitzudenken. Ich glaube, es gibt einen etwas intuitiveren Zugang dafür. Und ich fange auch gleich an mit zwei Bildern von MC Escher. Und das, welche ihr hier seht, sind zwei seiner sehr bekannten unendlichen Treppen. Das sind diese Bilder, die wir wahrscheinlich alle kennen, weil sie die berühmtesten von ihm sind. Und das Erste, woran wir dran denken, wenn wir solche sehen, ist, dass es eine optische Täuschung ist und dass Escher durch raffinierte Verwendung von Perspektive etwas gezeichnet hat, was eigentlich so nicht möglich sein sollte. Aber die Frage, die ich stellen will, ist die, ob es sich nicht vielleicht weniger um eine optische Täuschung handelt und vielleicht vielmehr hat Escher versucht, unsere Wahrnehmung des dreidimensionalen Raums in Frage zu stellen. Und das Interessante ist, dass moderne Physik und moderne Mathematik genau das tut. Sie zeigt uns, dass wir unseren Raum, unser Universum nicht verstehen können, wenn wir normal mit unserer normalen Wahrnehmung von Raum über Raum nachdenken. Und was meine ich, wenn ich sage, unsere normale Wahrnehmung von Raum? Wenn wir über Raum und Geometrie nachdenken, dann denken wir meistens an euklidische Geometrie. Und euklidische Geometrie ist die Lehre von Raum und Geometrie, die wir in der Schule gelernt haben. Es ist ganz grob gesagt die Lehre von Punkten und Geraden. Und diese Mathematik wurde im 3. Jahrhundert vor Christus von Euklid erfunden oder erkundet, wie man das betrachten möchte. Und es ist wirklich eine Wissenschaft, die mehr als 2000 Jahre alt ist. Und so wie jede andere Wissenschaft auch, hat sich in den letzten 2000 Jahren ganz viel getan. Und was wir eigentlich heute noch in der Schule lernen, ist nicht mehr aktuell. In keiner anderen Wissenschaft, außer in der Mathematik, lehrt man heute noch 2000 Jahre altes Wissen. Das kann einen schon mal ein wenig
Gedanken dazu machen, wie viel sich da eigentlich verändert haben muss. Und ein bisschen genauer darauf einzugehen, was ist euklidische Geometrie? Also Schulgeometrie sind Punkte und Geraden im Raum. Und wenn man diese Geraden verbindet, können sich alle möglichen Formen im Raum bilden. Und daraus kann man alle möglichen Dinge schließen, wie zum Beispiel, dass in einem Dreieck die Winkelsumme immer 180 Grad beträgt. Das kennen wir alle und da können wir uns wahrscheinlich alle dran erinnern. Und was wir zum Beispiel auch kennen, ist, dass wir Vierecke kacheln können. Und das klingt super banal, weil es halt auch unseren normalen Raum beschreibt. So etwas würden wir niemals in Frage stellen. Tatsächlich bricht diese normale Geometrie, diese Schulgeometrie, ganz schnell zusammen, wenn man bestimmte Phänomene beschreiben möchte. Und das ist Mathematikern vor ein paar Jahrhunderten aufgefallen. Und deswegen wurde Geometrie entwickelt, die heißt nicht euklidische Geometrie. Und um zu erklären, was ich damit meine, gucke ich mal ein ganz konkretes Beispiel an. Wenn wir uns mal die Erdkugel ansehen, da kann man das nämlich super gut erklären. Unsere Erdkugel beschreiben wir durch Längen- und Breitengrade. Also wir haben die Breitengrade, die sind horizontal, darunter ist auch der Äquator. Dann haben wir die Längengrade und die Längengrade stehen senkrecht auf dem Äquator. Und wenn wir jetzt mal zwei von diesen Längengraden herausnehmen, dann sehen wir, einer dieser Längengrade, der steht senkrecht auf dem Äquator. Und auch der andere Längengrad steht senkrecht auf dem Äquator. Und wenn wir jetzt diese zwei Längengrade, die beide mit 90 Grad auf dem Äquator stehen, weiterverfolgen zum Nordpol, wo sie sich widerschneiden, fällt uns auf, dass wir eine Winkelsumme von mehr als 180 Grad haben. Wir können hier ein Dreieck auf die Kugel zeichnen, die eine größere Winkelsumme als 180 Grad hat. Und sowas können wir nicht verstehen mit normaler euklidischer Geometrie. Und deswegen wurde vor einigen Jahrhunderten nicht euklidische Geometrie eingeführt, weil es viele von solchen Phänomenen gibt, die ansonsten einfach keinen Sinn machen. Und ganz grob gesagt kann man diese nicht-euklidische Geometrie einteilen in positiv gekrümmte und negativ gekrümmte Linien. Und was wir hier wirklich machen, ist zu sagen, hey, Geraden, die wir aus der Schule kennen, müssen nicht gerade sein. Wir können Geraden nehmen und biegen und wir können trotzdem zu einer kohärenten Geometrie kommen. Und das Beispiel mit der Kugel auf der Erdkugel ist ein Beispiel von sphärischer Geometrie. Auf einer Kugel sind Geraden positiv gekrümmt. Und genauso kann man sagen, lasst uns Geraden negativ krümmen. Und so kommen wir zur hyperbolischen Geometrie. Das ist negativ gekrümmte Geometrie. Und ich habe hier in die Mitte wieder die euklidische Geometrie mit den Kachelungen von Quadraten gesetzt. Weil genauso wie man in der euklidischen Geometrie Vierecke kacheln kann, kann man in der hyperbolischen Geometrie Fünfecke kacheln. Was man einfach nicht tun kann in der euklidischen Geometrie, aber in der hyperbolischen Geometrie kann man das machen. Und es folgen eine Menge interessante Dinge aus der hyperbolischen Geometrie. Und das klingt jetzt sehr abstrakt und schwierig vorzustellen. Und noch schwieriger wird es, wenn wir das in den dreidimensionalen Raum übertragen wollen. Weil das sind hier jetzt bloß zweidimensionale Beispiele. Und die sind schon kompliziert, sich vorzustellen. Aber was ist, wenn man den Raum selber krümmt? Und hier sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo Virtual Reality eine wahnsinnig gute Möglichkeit ist, etwas darzustellen, was andererseits unmöglich wäre, sich vorzustellen. Und genau das hat eine Forschungsgruppe gemacht, die heißen LVR. Und hier auf der rechten Seite könnt ihr sehen, was sie gemacht haben. Also auf der rechten Seite, die heißen LVR und die haben einen hyperbolischen Raum in Virtual Reality dargestellt. Und das ist jetzt auch bloß ein Screenshot von einem VR-Experience und dementsprechend schwer kann man sich das jetzt auch vorstellen. Man muss wirklich sich in diesen Raum begeben und das Headset aufsetzen, um zu verstehen, was hier passiert. Und das Interessante ist, wenn man in so einen gekrümmten Raum geht, dass viele Gesetze oder viele Dinge, die wir für normal erachten, gelten nicht mehr. Wir sind es zum Beispiel gewohnt, dass Gegenstände, die näher an einem heranstehen, größer sind als Gegenstände, die weiter wegstehen. Aber all das gilt nicht mehr in hyperbolischer Geometrie. Wenn man durch diesen Raum geht, hat man eher das Gefühl, als würde sich der Raum um einen herum erweitern und man hat ein dynamisches Raumgefühl. Und das ist etwas, was man super schwer erklären kann. Aber wenn man einmal das Headset aufsetzt und in diesen virtuellen Raum geht, kann man das erlebbar machen und sofort intuitiv verstehen. Und sowas kann man wirklich nur in Virtual Reality darstellen.
Und es geht vor allem deswegen, dass es unseren Computern relativ egal ist, wie wir unsere Raumzeit definieren. Und auf der linken Seite habe ich euch nochmal ein Bild von Escher hingetan. Und Escher hat ganz viele Kachelungsbilder gezeichnet. Und unter diesen Kachelungsbildern sind auch ganz häufig hyperbolische Kachelungen. Und ich finde, das ist einfach ein tolles Beispiel, dass man sieht, dass sich Escher wirklich sehr intensiv mit Geometrie auseinandergesetzt hat und ihm sehr bewusst war, was für unterschiedliche Geometrien es gibt. Und das ist jetzt alles super abstrakt und jetzt denkt man sich wahrscheinlich, das ist ja eine nette mathematische Spielerei, aber was für eine Relevanz hat es? Und das Interessante ist, moderne Physik braucht diese Idee von gekrümmtem Raum, um unser Universum beschreiben zu können. Und es war genau diese Erkenntnis und diese Idee, die Albert Einstein hatte. Albert Einstein konnte unsere Gravitation erklären, indem er verstanden hat, dass unser Raum gekrümmt ist. Und genau darum geht es in der allgemeinen Relativitätstheorie. Gravitation lässt sich so erklären, dass der Raum gekrümmt ist. Das heißt, wenn man einen großen massenreichen Körper hat, wie zum Beispiel einen Planeten oder eine Sonne, dann ist der Raum um diesen Körper gekrümmt. Und so entsteht Gravitation. Man fällt quasi in die Krümmung des Raumes hinein. Und dieses Bild, was ihr hier seht, das wird sehr häufig verwendet, um Gravitation zu erklären. Man kann sich unsere Raumzeit als Tuch vorstellen. Wenn dort ein Gegenstand hineingelegt wird, wird das Tuch gekrümmt oder gedehnt und andere Gegenstände fallen in die Krümmung hinein. Und so verhält sich es auch mit unserer Raumzeit, dass wir in die Krümmung hineinfallen durch schwere Objekte. Und wenn wir überlegen, alle schweren Massen krümmen den Raum. Und wenn wir den Gedanken weitergehen, kommen wir dann auch zu unseren schwarzen Löchern. Weil wenn wir überlegen, was die massenreichsten Objekte im Universum sind, dann sind es schwarze Löcher. Und schwarze Löcher lassen sich auch so erklären, dass die Krümmung um ein schwarzes Loch herum ist so extrem stark, dass die Krümmung selbst unendlich wird. Und das definiert ein schwarzes Loch. Und die Anziehungskraft von diesen schwarzen Löchern ist somit so groß, dass selbst nicht mal Licht aus ihnen herauskommen kann. Und deswegen sind schwarze Löcher schwarz. Und es gibt tausend interessante Dinge, die man über schwarze Löcher erzählen könnte. Aber ich möchte jetzt ganz konkret auf die visuellen Effekte eingehen, weil dort auch sehr interessante Dinge passieren um ein schwarzes Loch herum, wegen der starken Krümmung. Und wenn wir uns ein schwarzes Loch angucken, dann ist hier jetzt mal ein Beispiel. Und das ist, wie ein schwarzes Loch hypothetisch aussehen würde, wenn es sich direkt vor unserer Milchstraße befinden würde. Und was wir hier sehen ist, dass um das schwarze Loch herum befindet sich hier nochmal ein prominenter Ringstruktur um das schwarze Loch. Und innerhalb dieses Rings sehen wir nochmal eine verzerrte Struktur oder ein verzerrtes Bild der Milchstraße. Und ich werde jetzt mal versuchen zu erklären, warum das so aussieht. Und dazu habe ich mal zwei Grafiken. Auf der linken und auf der rechten Seite. Auf der linken Seite, wie man einen Stern sieht, wenn der Raum nicht gekrümmt ist. Und auf der rechten Seite, in der Gegenwart eines schwarzen Loches ist. Und auf der linken Seite, wir haben einen Stern. Und dieser Stern strahlt alle möglichen Sternstrahlen aus, die in alle möglichen Richtungen gehen. Und es gibt immer eine Gerade, die den Stern mit dem Beobachter verbindet. Und das ist, warum wir den Stern sehen. Das Sternlicht folgt einer geraden, euklidischen Gerade, einen Weg und landet in unser Auge. Wenn jetzt aber ein schwarzes Loch zwischen Stern und Beobachter steht, ist der Raum um das schwarze Loch herum gekrümmt. Und das Sternlicht, was uns eigentlich erreichen würde, also hier die pink gezeichnete Gerade, die erreicht uns nicht mehr, weil die leider vom schwarzen Loch eingezogen wird. Dafür erreichen uns aber andere Sternlichter, die vom gleichen Stern kommen, da sie um das schwarze Loch herum gebogen werden. Und so wird Licht, das eigentlich woanders hingehen würde, wird
Seine Bahn wird gekrümmt und landet im Auge des Betrachters. Und manche von diesen Sternlichtern können mehrere Male um das schwarze Loch herum kreisen, bevor sie ins Auge des Betrachters landen. Und die Folge davon ist, dass wir die Position eines Sternes an mehreren Positionen sehen und sie ist nicht wirklich die Position, wo der Stern eigentlich sein würde. Das wird alles an neue Positionen gesetzt. Und so ergeben sich diese Ringstrukturen und wir sehen mehrere Bilder von dem gleichen Stern. Und das Interessante ist, dass wir auch Dinge sehen, die eigentlich hinter dem schwarzen Loch liegen würden, weil das Sternlicht außen herum um das schwarze Loch gekrümmt wird. Und das ist nicht nur bei schwarzen Löchern so. Auch unsere Sonne krümmt den Raum. Und wir können tatsächlich auch Sterne sehen, die sich hinter unserer Sonne befinden. Die werden einmal um die Sonne herum gebogen und landen in unseren Augen. Und diese Beobachtung war auch der erste Beweis dafür, dass die allgemeine Relativitätstheorie richtig sein muss. Weil man das sonst anders nicht erklären kann, warum man Gegenstände sieht, die eigentlich hinter etwas liegen. Und sowas macht wirklich Sinn, sich in Virtual Reality anzugucken, weil wenn man einmal im Raum steht mit einem schwarzen Loch und man bewegt sich um das schwarze Loch herum, sieht man auch, wie dynamisch sich die Position der Sterne verändern. Und man bekommt ein sehr viel intuitiveres Verständnis von dem, was sich jetzt hier auch wieder sehr abstrakt anhört. Und die meisten Leute, jeder hat so ungefähr ein anderes Bild von einem schwarzen Loch im Kopf. Viele denken wahrscheinlich, haben wahrscheinlich dieses Bild im Kopf von einer Akkretionsscheibe. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass auch viele Menschen Interstellar gesehen haben. Und das Bild ist auch aus Interstellar genommen. Und es war der erste Kinofilm, der ein schwarzes Loch realistisch dargestellt hat. Und was ist diese Akkretationsscheibe? Im Prinzip ist es einfach nur Material, das von dem schwarzen Loch aufgesogen wird und was sich um das schwarze Loch herum verteilt hat, bevor es dann ins schwarze Loch hineinfällt. Und die Massenverteilung ist eigentlich genau die gleiche wie die, wie zum Beispiel die Massenverteilung von dem Ring um den Saturn. Und warum sieht das jetzt aber so komplett anders aus? Nun, die Gravitation vom Saturn ist nicht so stark, deswegen wird da der Raum nicht so stark gekrümmt. Um das schwarze Loch herum passieren aber diese ganzen Effekte, die ich gerade eben erklärt habe. Und so kann man das sehen, was eigentlich hinter dem schwarzen Loch wäre. Und der Teil, der hier beim Saturn, also ich rede jetzt hier von der Scheibe, der Teil der Scheibe, den man eigentlich nicht sehen würde, weil er hinter dem Saturn ist, wird bei dem schwarzen Loch nach oben geklappt. Und es ist diese Scheibe oberhalb von dem schwarzen Loch, die wir hier eigentlich sehen. Das wäre eigentlich der Hinterteil der Scheibe. Und was man unten sieht, ist die Unterseite der Scheibe, weil wir gucken ja ein bisschen von oben auf diese Scheibe hinauf und durch die Krümmung sehen wir den unteren Teil dieser Scheibe. Und was wir hier eigentlich sehen, ist komplett jeder einzelne Teil einer Scheibe, die um das schwarze Loch herum liegt. Und das ist das Interessante, was man hier beobachten kann. Und es gibt diese gleichzeitig wunderschöne Struktur um das schwarze Loch. Und das kann man jetzt noch nicht in dem Virtual Reality Experience beobachten. Das ist das, wo ich gerade dran sitze. Und das waren jetzt zwei Beispiele von VR-Experiences, wo es wirklich Sinn macht, sich das in VR anzugucken und man etwas verstehen kann, was ansonsten wenig Sinn machen würde oder sonst sehr abstrakt ist, sich vorzustellen. Und ich habe jetzt hier noch ein weiteres Beispiel und das ist ein Bild von M.C. Escher wieder. Und vielleicht kennen das auch viele Leute. Es ist auch relativ bekannt und intuitiv, naiv würde man sagen, okay, das ist interessant, man ist hier in einem Raum mit mehreren Fenstern und überall, wo man raussieht, sieht man die gleiche Welt aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber tatsächlich ist es auch ein abstrakter mathematischer Raum. Es ist die Idee von einem Raum, der zwei Türen hat. Und wenn ich aus der einen Tür hinausgehe, komme ich gleichzeitig durch die andere Tür wieder hinein. Und manche denken auch, und das ist wirklich bloß eine Theorie, dass sich unser Universum so beschreiben lässt, dass wenn ich nur weit genug im Universum entlang gehe, komme ich irgendwann bei demselben Punkt wieder an. Und das ist für mich wieder ein Beweis dafür, dass sich Escher wahnsinnig viel mit Geometrie und abstrakter Geometrie auseinandergesetzt hat. Und sowas würde sich auch in Virtual Reality nachbauen lassen. Wir haben in der Hinsicht eigentlich keine Beschränkungen und es wird sich wahnsinnig viel in VR darstellen lassen. Und
Das ist aus meiner Sicht die Stärke von Virtual Reality, dass sie uns erlaubt, Realität neu zu hinterfragen und Dinge zu verstehen und wahrzunehmen, was sonst nicht möglich wäre. Und hier habe ich noch im Hintergrund ein Bild von M.C. Escher, von Kachelon, und man sieht hier weiße und schwarze Tauben. Und wir als Menschen tun uns schwer, beides gleichzeitig zu sehen. Entweder wir sehen die weißen Tauben oder wir sehen die schwarzen Tauben. Aber es ist schwierig, beides zu erfassen. Und so ist es häufig auch mit der Realität. Wir sind so gewohnt, mit einer Sicht auf die Realität zu gucken, dass wir das andere nicht wahrnehmen. Und Wittgenstein hat gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und ich bin kein Philosoph, aber ich glaube, er hat ein sehr weites Verständnis von Sprache, zu dem auch Mathematik gehört hat. Und ich denke, es ist fair, auch zu sagen, dass Kunst eine Form von Sprache ist. Und mit Virtual Reality wird Künstlern und Mathematikern ein Medium an die Hand gegeben, mit dem es ihnen ermöglicht wird, Dinge auszudrücken, die sonst nicht möglich wären, auszudrücken. Und es ermöglicht uns so, unsere eigenen Grenzen von unserem Verständnis von Realität zu erweitern. Dankeschön.